Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.28 haben wir den Volvo FH Longline oder Longliner. Und guckt euch mal das an, das Gefährt. Schon ein bisschen übertrieben, ich denke mal kaum, dass der irgendwo auf europäischen Straßen unterwegs ist. Eher so, ja, vielleicht in Amerika. Oder ist das doch nur ein Fake-Truck? Man hat auf jeden Fall ordentlich Platz, hier ein Nickerchen zu machen. Ja, das ist so noch ein bisschen klein verpackt, aber man sieht, zwei Betten sind drin, ein Kofferradio, so muss es sein, ein alter Röhrenfernseher und ja, eine alte Mikrowelle. Aber sei es drum, und hoffentlich nicht altes Nutella. So sieht der LKW aus. Und wo finde ich den? Natürlich, bei Volvo. Da werden wir natürlich als Erstes hingehen und ich stehe in Berlin. Wir brauchen nicht separat noch suchen, wo ich mich gerade aufhalte. Und ja, wo ist er denn hier? Na, wo ist er denn? Hier ist er. Da ist er. 189.000 kostet er, 59 MB groß. Und wir können natürlich am Fahrerhaus erstmal nichts zu machen, weil der Mod-Hersteller gesagt hat, ja, er wird so aussehen, so wie er hier steht. So ein bisschen gecleant, ne? Da sind wenig... ja, Anbauteile jetzt so, also ein bisschen alles dicht dran am Fahrzeug. So, gehen wir weiter, am Fahrwerk auch nichts, aber wir haben Motorvarianten von 540, 600, 700, 750 PS. Auch unterschiedliche Getriebearten, ja, gibt es auch. Und dann der Innenraum kann man farblich noch ja in so ein Grau machen, aber da sehe ich hier, sind Texturfehler. Das sieht echt nicht so toll aus, deswegen nehmen wir die Exklusivausstattung. Genau. So, bei den Farben, ihr habt schon gesehen, könnt ihr aber auch selber ein bisschen anpassen, wenn ihr es möchtet. Und die anderen hier auch, da könnt ihr halt die Blautöne, hier sind einige Sachen, aber im Grunde genommen sind jetzt keine Skins oder sonstige Sachen hier am Start. Also, ne, hier... da ändert sich zum Beispiel bei der Farbe nichts. Ich habe gesehen, dass wir hier bei den die 50K ja, Räder hier drin haben. Ich denke mal, der gehört auch hier zum Mod. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr reinschreiben. Er kommt aber aus ja, Belarusland. Ja, das irgendwann wird natürlich auch Russland im Euro Truck Simulator 2 implementiert werden als DLC natürlich. So, die Spiegel können wir in Kunststoff lackiert oder in Chrom machen. So gefällt es mir besser. Wir können auch hier unten noch ja, ein paar Leisten ranbauen. Aber, nee, gefällt mir nicht. Wir machen hier diesen Kuhfänger ran. Ja, wenn wir hier so sind, sehen wir jetzt, mehr können wir draußen nichts machen. Und drinnen natürlich ein bisschen noch. Das Lenkrad können wir ändern. Das Navigationssystem, wir haben zwar hier eins drinne, hier noch irgendwelche Kleinigkeiten, ihr seht es schon, SISL, der Mod, ja, da setzen wir was hin, Edeltraut gibt es leider nicht und wir können noch das aus dem DLC nehmen, ne? Dieses Innenraum-DLC. So, da haben wir dann über 210.002 Euro, naja, ist ja super, gucken wir uns den nochmal von draußen an, so sieht er aus. Also viel kann man jetzt nicht machen, aber es ist mal ein anderes Bild, mit so einem LKW unterwegs zu sein. So, dann hören wir uns den gleich mal an. Ja, komm, mach mal hier weg. Was willst du denn? Ja, bestätigen und dann abhauen. Gut, ich hätte auf bestätigen müssen. So, ja, hier ist der LKW. Ich bin natürlich auf der Pro-Mods unterwegs. Wir machen den Motor an. Und wir hören, dass er sich auf jeden Fall anders anhört. Das mit dem Licht ist, naja, schon fast okay. Man sieht, dass der hier draußen so ein bisschen aus der Lampe rausblendet, ne? Ja, ein bisschen dumpf noch. Bordcomputer, ja, dann nimmt er den Standard. Uiuiui. Oh. Ich muss ja sagen, er hört sich männlich an. Und jetzt, das ist die Hupe. Und das ist die Fanfare.
Okay. Das ist so, als würde ich jetzt Hasso den Hund rufen. Aber es ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Gaudi von denjenigen, der diesen Mod gemacht hat. Oh, wow, wow, wow. Eieiei. Eieiei, das ist ja wie auf der Rennstrecke. Gut, alles klar. Also vom Motorsound echt geil, finde ich. Ja, das soll es gewesen sein. Kurze Mod-Vorstellung. Wenn ihr diesen LKW sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen. Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.